Und da haben wir eine Tür. Und es ist nicht mehr kalt. Ah, dafür ist die Keycard, alles klar. Ja, jetzt bin ich gespannt. So, weiter geht's. Wir sind schon wieder draußen im großen Loch und wir tauchen mal rein hier. Und da geht es rein in den Abfluss. Oh, nach Lade Dingens. So. Schauen wir mal, wo es reingeht hier. Ah, sieht das abgefahren aus. Schweinekalt hier unten. Und ihr seht schon, diese langen Tauchstrecken ohne Taucheranzug kommt man hier quasi nicht weiter in dem Spiel. Den müsst ihr finden. So. Erstmal Taucheranzug aus. Und da liegt was. Ein Bild. Ah ja. Gut, gehen wir mal weiter. Du hast deinen Taucheranzug immer noch an. Oh, den wollte ich eigentlich ausziehen. So. Alter Schwede, ey. Was sind das für metallene Zacken hier? Das sieht auf jeden Fall nicht menschlich aus. Hier drüben ist wieder so ein Körperklaus. Ach, hier so ein Fett Mama, ey. Ich habe meinen Fall natürlich daneben gesammelt, ne? So. Ah, okay. Ist down. Man backt hier so ein bisschen rum. Ja. So. Schauen wir mal.
Hier hinten geht's weiter. Hier geht's runter. Naja, sicher. Und nochmal hoch hier. Hier oben irgendwo hin? Nee. Alter, ey. Da ist wieder so ein Fetter. Zwei Stück. Okay, der eine ist down. Oh, da sind noch mehr. Alter, alles voll hier unten. Wow! Alter, der hat mich einfach umgerannt. Vorsicht. Boah, Alter. So. Der ist down. Okay, dann haben wir hinten noch welche. Oh. Okay, der ist auch down. Okay, einer bleibt noch. Down. Telefon. Ne, es hat geklingelt. Oder ist es? Ja, ist bei mir. Warte mal kurz. So. Jo. Den letzten hast du down, ne? Ja, der letzte ist down. Ich schaue gerade, ob man hier hinten noch was finden kann. Ist einfach nur riesig hier unten. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man nochmal was zu essen findet oder so. Ja, meine Snacks gehen nämlich auch so langsam zur Neige. Ich hab glaube noch zwei Stück. Ja, ein bisschen was habe ich noch.
einfach nur riesig hier unten, ne? Mhm. Ah, hier hinten geht's weiter. Oha, ja. Alter Schwede, ey. Oh, da liegt was. Wild. Ja. Und da haben wir eine Tür. Und es ist nicht mehr kalt. Ah, dafür ist die Keycard, alles klar. Hm? Ja, jetzt bin ich gespannt. Boah, mein Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Alter. What the fuck, was ist das hier? Kuhschraube. Nehme ich mal mit. Rote Farbe. Wie, und hier jetzt Ende, oder was? Nee. Hier kann man hoch, hier ist ein Seil. Ah, okay. Liegt noch jede Menge Kram. Bei dir eine Sackgasse oder geht's bei dir weiter? Nee, hier liegt aber Krams auf der Erde. Ich kann mir gerade noch mal hier so ein... Alles klar. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Ja. Wir sind die Rapman. Warum habe ich denn eigentlich ständig den Taucheranzug an? Mann. So, und das Katana wollte ich ausrüsten. Na, hier geht's runter, ja. Sahara Mail. Hier ist nochmal rote Farbe. Abgefahrene Scheiße, ey. Ich bin gerade ausgelaufen hier. Hier hinten ist aber nichts, kannst du da bleiben. Oh doch, warte mal, hier ist ein Seil. Gucken, wo es hier hingeht. Hier ist so eine Art Kantine, aber da ging noch ein anderer Weg weg. Ja. Ich wollte da hinten nochmal eben reingucken. Oh, hier Klamotten, Knochen, Pillenknochen und weiß der Geier nicht alles. Hier wird er wohl nicht Timmy gepennt haben? Nee, oder? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es ein Kind gewesen.
da ist auch eine Spielfigur. Ja. Kann man aber nicht aufheben. Okay. Dann müssen wir das Seil da hinten benutzen, gehe ich mal von aus. Einen anderen Weg sehe ich hier nicht. Survival Book will irgendwas. Schauen wir mal kurz rein. Okay, keine Ahnung. So. Hier ist irgendwie eine Katina. Sieht ja auch übelst durcheinander aus hier. Oh, bei mir ist mittlerweile was durchgestrichen in der To-Do-List. Hier liegt überall Essen rum. Sauber. Essen ist immer gut. Und man kann hier trinken am Kaffeeautomaten. Und beim Snack, naja, kann man Geld reinteilen. Wie geil ist das denn? Und dann kommt was raus, eine Dose zu trinken. Okay. Schau mal hier auf den Tischen. Steht überall noch Alkohol rum und essbare Sachen. Hier kann man sich sitzen und ausruhen. Lol. Mal ein paar Getränkedosen mitnehmen hier. Da liegt Geld. Da liegt Geld. Das denn, ey? Aber raus kommt man hier nicht. Ach, hier, guck mal, hier geht's nach oben. Siehst du mich? Jan. Ja, ich sehe dich. Alter, was ist das für eine Anlage hier? Keine Ahnung. Würde mich auch interessieren, was das für einer ist. Erst bist du die ganze Zeit im Kongo. Und rennst du zwischen Eingeborenen rum und auf einmal ist hier voll die betonierte Hightech-Anlage. Das hier sieht wie ein Kinderzimmer aus. Hier liegt noch eine Zeitschrift auf dem Boden. Bei mir. Ah ja. Ethical Scientist. Überall Kinderspielzeug und was ich nicht alles hier. Mhm. Puppen und Bücher und ja, und diese Roboter hier und Schmatter auf dem Boden.
Und hier sind Babys. So. Hallo. Hallo. Aua. Ey, ich kann dich treffen durchs Glas, Entschuldigung. Durchs Glas kommt man nicht durch, naja. Okay, die anderen Türen sind zu, ich komme mal zurück zu dir. Ja. Da liegen auch ein Haufen Leichen rum. Ja, echt schon kurios aus, ey. Überall so Kinderräume und Kinderstationen. Ja. Oh, da liegt so ein toter Körperklaus hier. Toter Körperklaus. Hallo. Oh, da ist ein lebender Körperklaus. Gleich okay. Pfeil und Bogen hier. Ja. Oha, da geht gleich. Oh, aber er ist schon down. Okay. Sprengleranlage geht gleich an. Was wollte ich haben? Das Katana wollte ich haben, so. Okay, in den Kisten ist nix. Alles sehr merkwürdig. Da liegt auch noch so ein Körperklaus drin. Alter, was ist das denn? Das ist Alter. Der Blob, Schrecken ohne Namen. Guck mal, der hat da überall Augen. Ja, und Arme und irgendwas. Ja. Auseinandergegangen wie so ein Hefezopf. Die haben den zu lang gebacken. Hier liegt was. Property of Megan oder Megan. Megan. Und hier ist irgendwo Mucke an. Ich höre keine Mucke. Oder okay. Auch jetzt, ja. Bilder. Bei Megan Cross, okay. Okay, da ist was an der Wand. Hier wird was. Subjekt 37, Subjekt 82C6. Sahara. Als ob die geplant sind, oder was? Age 6. 6 Jahre alt. Jarius-Projekt. Wir keine Versuchskaninchen mit Kindern gemacht haben. Wahrscheinlich, so sieht's ja fast aus. So, Alter 12, Alter 6. Klingt mir, als wäre das Alter vom Kind. Wir sind Level 6 oder was? Ah, hier, guck mal. Wir befinden uns wahrscheinlich unten am roten Schild. Level 6 oder Level G. Mhm. Und da hast du Level F, E, D, C, B. Cave System Level. Forest Level. Und oben haben wir noch ein Observer. Wie heißt das? Observation Level, okay.
Gucken, wie es hier weitergeht. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Hab mich gefreut, dass ihr mit am Start wart, hier zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, haut rein, macht's gut und ciao.